ein echter Torjäger eben, der Pole. Gut gemacht. Er geht aufs Tor zu. Kingsley Coman. Und noch eins. Das ist der Doppelschlag. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Jetzt vielleicht. Die Bayern machen das Tor. Über weite Strecken waren sie das bessere Team und jetzt spiegelt sich das auch im Ergebnis wieder. Ja, das Tor ist absolut verdient. Sie haben das Scherben. Den Köpfer. Und das Tor. Den macht er mit Gefühl. Da muss der gar nicht hart schießen. Er ist ja auch so drin. Er schraubt sich hoch. Da ist das Tor. Und jetzt liegen sie vorne. Hummels. Also das wollte er so sicher nicht. Er trifft ins eigene Tor. Könnte die Chance werden. Kingsley Coman. Da ist das Tor. Und jetzt liegen sie vorne. Sie suchen die Lücke. Kingsley Coman. Direkt noch ein Tor. Er macht sein zweites Tor heute. Ganz starke Leistung. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Schießt er ihn rein. Und er trifft. Jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt ist er durch. Er zieht ab. Und mit dem Treffer liegen sie in Front. War dann am Ende doch quasi Formsache für ihn, oder? Ja, natürlich haben sie in der Klasse freigespielt, aber trotzdem. Højlund, der Pass, nichts zu halten hier. Da bauen sie die Führung aus und das ist verdient. Der erste Treffer hat ihn wohl beflügelt, das ist hier schon der zweite. Ganz einfach an den Ball gekommen. Er köpft ihn. Der Ball ist drin, super Timing per Kopf. Das könnte gefährlich werden. Jetzt schießt er. Ein unfassbares Tor. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball macht er ihn. Jetzt haben sie es. Sie führen hier. Platziert der Ball und Nemec schlägt sein. Sie sind hier das bessere Team, da ist das Tor kein Wunder. Sie suchen die Lücke. So und jetzt der Schuss. Da ist der Führungstreffer. Sie liegen vorne in diesem Spiel. Dembélé. Und das Tor. Super platziert. Ganz genau hat er da gezielt. Gut in den Lauf gespielt. Macht er ihn. Da ist der Ball im Tor. Sie haben die Führung.
gut in den Lauf gespielt. Und jetzt die Chance. Sie gehen in Führung. So kurz vor Schluss. Das Ding müssen sie gewinnen. Casemiro. Und da haben wir es, das Tor. Da fällt das Tor nach einer Ecke. Das muss man besser verteidigen.